Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. In den letzten Wochen und Monaten hat sich wieder einiges in meinem Zimmer verändert und die wohl mit größte Neuerung hierbei war mein neuer Schreibtisch. Denn mein alter hat jetzt nach vielen Jahren ausgedient und es wurde wirklich mal Zeit für einen neuen. Und da ich sowieso schon längere Zeit überlegt hatte, mir einen höhenverstellbaren Schreibtisch zuzulegen, kam das eine zum anderen und es hat sich eine wirklich coole Zusammenarbeit mit Ergolutions ergeben. Diese haben mir dann auch relativ fix einen brandneuen Schreibtisch und ein riesiges Zubehörpaket geschickt und um das, aber vor allem um den Schreibtisch soll es in diesem Video gehen. Ich wünsche euch also viel Spaß dabei. Im Vergleich zur Konkurrenz ist der Ergolutions Primus, so heißt der Schreibtisch, relativ günstig. Meiner hier hat eine Breite von 1,80 und kostet gut 500 Euro, was gerne mal um die 300 Euro weniger sind als bei anderen Herstellern. Auf der Internetseite könnt ihr den Schreibtisch euren Vorlieben anpassen und habt neben der Auswahl der Breite natürlich auch noch die Auswahl zwischen drei verschiedenen Gestellfarben und einigen Dekoren für die Tischplatte. Ich habe mich für die Kombination aus weißem Tischgestell und einer Tischplatte mit dem Eichendekor entschieden. Die Tischplatte selbst wird per Spedition geliefert, denn diese wird extra für euch angefertigt und alles andere kam eben ganz normal per Post. Die Qualität der Tischplatte gefällt mir wirklich, wirklich gut. Der Transport ist sicher abgelaufen und dabei habe ich auch jetzt nichts auszusetzen. Es gibt keine Fräsfehler oder ähnliches. Es ist einfach eine sehr saubere Platte, mit der sich super angenehm arbeiten lässt und die auch sehr ansehbar ist. Vor dem Aufbau selbst hatte ich so ein bisschen Bange, denn ich habe im Voraus schon erfahren, dass bei der Tischplatte keine Löcher vorgebaut sind. Das hat aber die ganz einfache Begründung, dass man sich eben selbst dafür entscheiden kann, in welchem Abstand das Tischgestell auf die Unterseite angebracht werden soll. Denn die einen möchten das natürlich ein bisschen weiter weg vom Rand der Tischplatte, die anderen relativ nah dran und deswegen kann man das eben sein Vorlieben dann machen. Ich fand es am Ende dann doch relativ entspannt. Ich habe für den Aufbau so etwa 2 Stunden gebraucht. Mit Unterstützung wäre das Ganze natürlich auch noch schneller gegangen. Habe dann einfach das Tischgestell unten angesetzt, habe es so gerade gerückt, damit es eben alles schön symmetrisch ist, habe dann die Löcher vorgezeichnet, gebohrt und am Ende ging das auch wirklich easy. Fertig aufgebaut war ich dann erstmal kurz schockiert, wie groß der Schreibtisch überhaupt ist. 1,80, gut, hätte ich mir auch denken können, waren dann aber doch in real nochmal ein bisschen größer, was aber am Ende auch nicht stört, denn momentan habe ich nur 32 Zoll einmal hier zu stehen, aber bald wieder zweimal und dann wird der Platz auch definitiv sinnvoll genutzt. Herzstück des Schreibtischs ist aber definitiv die Bedieneinheit. Die habe ich auch nochmal separat angebohrt, das ging auch ohne Probleme und dann hatte ich entweder die Wahl, mich per Bedienungsanleitung oder eben selbst reinzufinden. Ich habe mich für Letzteres entschieden, was auch super easy war, denn im Grunde genommen habt ihr auf der Bedieneinheit selbst verschiedene Optionen, die sich von selbst erklären. Ihr könnt den Schreibtisch zum einen natürlich hoch und runter fahren, zum anderen habt ihr 3 Memory-Funktionen, wo ihr eben verschiedene Tischhöhen einstellen könnt. Position 1 beispielsweise Stehposition, Position 2 zum Sitzen und Position 3 eben so, dass ihr zum Beispiel euren Schreibtischstuhl drunter stellen könnt. Zusätzlich könnt ihr dann auch noch einen Reminder einstellen, der euch daran erinnert, dass ihr eben jetzt mal aufstehen solltet. Dieser könnte rein technisch auch von selbst hoch und runter fahren. Der Sicherheit zuliebe ist es aber so, dass ihr euch dann eben nur akustisch daran erinnert und dann könnt ihr den Schreibtisch auf eure Wunschhöhe hochfahren oder runterfahren. Erwähnenswert ist auch die Stoppfunktion. Dieser hat der Schreibtisch nämlich auch eingebaut und die sorgt eben dafür, dass wenn ihr Objekte unter dem Schreibtisch zu stehen habt, der Schreibtisch diese eben erkennt und dann automatisch stoppt, damit dem Schreibtisch, aber eben vor allem auch dem Objekt unter eurem Schreibtisch nichts passiert. Das hat alle Male, wo ich es probiert habe, einwandfrei funktioniert. Und erwähnenswert ist dazu auch noch, dass alle Sachen, die ich euch jetzt hier schon aufgezählt habe, für den Preis auf alle Fälle nicht selbstverständlich sind und der Ergolutions Primus von daher auf alle Fälle preis-leistungsmäßig einer der besten ist. Der Schreibtisch selbst hat eine maximale Stützlast von 125 Kilo. Das ist auch schon mal echt ordentlich, was zuletzt nicht nur an den Motoren liegt, welche wir unten links und rechts verbaut haben. Die mitgelieferte Tischplatte hat normalerweise 19 mm. Wenn ihr aber darauf mehr Bock habt, eine etwas dickere Tischplatte zu haben, dann könnt ihr jetzt auch wie in meinem Falle eine 25 mm dicke Tischplatte nehmen. Das ist vor allem so für die Leute gedacht, die dann doch ein bisschen mehr auf ihrem Schreibtisch zu stehen haben. Und schicker sieht das Ganze auch noch aus. Die Einstellhöhe ist im Vergleich zu anderen Herstellern auch ein bisschen anders. Hier habt ihr nämlich die Möglichkeit von 62 bis 128 cm einzustellen. Das ist eben vor allem interessant für etwas kleinere Leute, aber eben auch für größere Personen. Ich kann vor allem im Sitzen sehr angenehm an dem Schreibtisch arbeiten, denn das Teil macht einen extrem stabilen Eindruck. Nichts knarzt, es ist halt einfach ein sehr, sehr guter Gesamteindruck des Schreibtischs und dank des Reminders werde ich auch daran erinnern, dass ich auch noch aufstehen soll, was ich dann natürlich auch manchmal am Tag mache. Ich persönlich lege auch viel Wert auf Kabelmanagement, sowohl oben als auch unter dem Schreibtisch. Das ist nämlich blöd, wenn so überall Kabel rumliegen und so und bei einem höhenverstellbaren Schreibtisch braucht man ja normalerweise auch super lange Kabel, damit kein Kabelziehen oder ähnliches entsteht, wenn man eben mit dem Tisch nach oben fährt. Auch da hat sich Ergolutions mit seinem ganzen Zubehör was einfallen lassen und hat mir noch einen Kabelkanal geschickt, welchen ich im Nachhinein unten noch angeschraubt habe und dort habt ihr dann eben Platz für Steckdosen, Leisten und ähnliches und habt dann theoretisch nur noch ganz, ganz, ganz wenige Kabel, die dann runter zur Steckdose gehen.
Das könnt ihr dann auch nochmal mit der Kabelschlange lösen, welche ihr auch bei Ergolutions bekommt. Und des Weiteren, wenn ihr keinen Bock auf diesen Kabelkanal habt, dann könnt ihr auch in dieses untere Fach, da gibt es nämlich eins bei dem Schreibtisch, auch schon mal so die eine oder anderen Kabel reinmachen. So Powerbricks von MacBooks und so passen da wahrscheinlich nicht rein, aber kleinere Kabel finden da auch ihren Platz. Und auch eine Monitorhalterung wurde mir mitgeliefert. Die seht ihr jetzt allerdings noch nicht, aber auch dann in Zukunft. Das ist nämlich eine Dual-Monitor-Halterung und da kann ich dann auch beide Monitore problemlos anbringen. Ja, und das Thema Ergonomie spielt bei so einem höhenverstellbaren Schreibtischen, aber vor allem eben auch bei Ergolutions ja eine super große Rolle. Und dann gibt es, wie ich es euch jetzt auch schon gedacht habe, eine Menge Zubehör, das ihr eben direkt beim Hersteller bekommt. Wie zum Beispiel auch den ergonomischen Sitz- und Stehhocker. Und der sieht nicht nur interessant aus, sondern dient vor allem dazu, auch auf längere Zeit im Stehen bzw. im Anlehnen zu arbeiten. Den könnt ihr zu eurer Höhe anpassen und könnt euch dann einfach da ranlehnen oder auch raufsetzen und dann am Schreibtisch arbeiten. Und auch eine Fußstütze wurde mir mitgeliefert, wo ich dann eben noch meine Füße rauf machen kann. Also ihr merkt schon, es gibt eine ganze Menge Zubehör und sämtliches Zubehör bzw. die Produktseiten davon sind natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Wir kommen jetzt zu einem Fazit und wie ihr es auch vielleicht schon raushören konntet, bin ich mit dem Ergolutions Primus sehr, sehr zufrieden. Wahrscheinlich wurden meine Erwartungen sogar noch übertroffen, denn das Gesamtpaket stimmt einfach, der Schreibtisch steht extrem stabil da, sieht richtig nice aus und der Motor läuft extrem ruhig und vor allem zuverlässig. Deswegen gibt es auch von mir eine klare Kaufempfehlung. So ein höhenverstellbarer Schreibtisch ist natürlich schon eine etwas größere Anschaffung, die ihr aber zumindest im Falle des Ergolutions Primus auf alle Fälle nicht bereuen werdet. Ich kann ihn euch wirklich ans Herz legen. Wenn ihr weitere Fragen habt, schreibt die gerne in die Kommentare, dann werde ich darauf natürlich auch antworten. Und wie gesagt, alle Produktlinks findet ihr nochmal unten in der Videobeschreibung. Ich bin super froh, dass sich die Zusammenarbeit mit Ergolutions ergeben hat und zusätzlich bekommt ihr auch noch 5 Jahre Herstellergarantie, wenn ihr so einen Schreibtisch kauft. Also vielen Dank nochmal an das Team von Ergolutions und auch vielen Dank an euch fürs Zuschauen. Schreibt mir wie gesagt gerne was in die Kommentare und lasst ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Haut rein. Ciao.